Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchte ich euch gerne über die Gestaltung meiner Räumlichkeiten auf dem Laufenden halten. Und diesmal hat es auch wieder was mit dem Aquarium zu tun, nämlich bei meiner Tiki-Landschaft. Und wie wir hier sehen können, bedarf es dort noch einer weiteren, sagen wir mal, Runde des Befestigens. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir das jetzt einmal gemeinsam hier befestigen und meine Elektronik ordnungsgemäß neu verkabeln werden. Dafür habe ich mir an dieser Stelle mal jetzt etwas anderes überlegt. Und zwar habe ich hier diesen mechanischen Hefter, der mir helfen kann, mittels Hebelwirkung zwei dieser Metallklammern in die Wand zu bewegen. In der Hoffnung, dass das standhält und die Klammern groß genug sind. Wahrscheinlich hätte ich das Modell eine Nummer größer bevorziehen können, aber es ist jetzt nun mal das, was ich habe. Ich hoffe, es reicht aus für eine simple Sache wie das Öffnen, sagen wir mal, das Anheften meiner Tapete. Aber dafür muss ich es erstmal öffnen. Und dann kann ich es entnehmen und der Anleitung folgen, die besagt: Stecken Sie den Finger hinten rein, schieben Sie was dazwischen und dann fummeln Sie da noch ein bisschen dran herum. Also werde ich jetzt mal ungefähr das tun, was er mir sagt. Natürlich ist es bei Werkzeugen immer beim ersten Mal eine Herausforderung, aber das kriegen wir schon gelöst und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Klammern einlege. Und nachdem ich das dann hier erfolgreich kaputt gemacht habe, muss ich nur noch die Klammern reinschieben, die hoffentlich von der Länge ausreichen, um in der Wand zu halten. Und wenigstens das funktioniert schon mal sehr gut. Eine Ladung war dabei, ich habe aber noch mehrere als Reserve. Und wenn wir das dann hier hereingeben und das dann hier öffnen, können wir damit sicherlich irgendetwas irgendwo festtackern. Und das werde ich dann einmal ausprobieren. Also tackere ich hier jetzt einfach einmal einen rein. Und ich muss sagen, das Ergebnis überzeugt mich. Das Geräusch ist lauter als man denkt, aber jetzt hält das. Und wenn ich das jetzt bei meiner Tiki-Wand noch einmal an der Stelle tun werde, dann sehen wir, ob es da auch funktioniert. In diesem Schritt werde ich wieder hier alles erstmal zur Seite räumen. Wir sehen jetzt auch hier einmal, was ich so habe, wenn wir etwas näher rangehen. Und ich es noch etwas für euch dramatisch beleuchte. Meine beiden Drachenpalmen und meine andere Palme hier zusammen mit meinem Tiki. Und dort werde ich jetzt vorgehen. Vielleicht nehme ich einen dieser Totems mit nach draußen zu meinem in meinen Tiki-Garten an meinem Gartenteich, um den ich mich dann auch noch kümmern werde. Aber ich dachte, das hier ist jetzt auch langsam mal wieder an der Zeit. Ihr dürft ruhig dabei sein, wie ich hier alles noch entferne, damit ich Raum habe. Und die Palme, wie ihr sehen könnt, hat an einigen Seiten etwas besser sich entwickelt als an anderen, was auch daran liegt, dass das Licht eben so einfällt. Aber eben genau dadurch, dass sie so groß ist, hat sie hier verschiedene Teile, die besser ausgebildet sind. Aber wenn es um Pflanzen geht, fragt ihr lieber den Pflanzencoach. Und ich als Aquarianer bin hier, um euch zu zeigen, wie ich die Umgebung meines Aquariums gestalte. Und nachdem ich nun hier alles beseitigt und alle Gefahren aus dem Weg geräumt habe, werde ich jetzt hier hinaufsteigen und für euch das Ganze hier befestigen. Aber vorher ziehe ich mir einmal meine Hose hoch und schnalle den Gürtel etwas enger. Dann wird jetzt hoffentlich nichts mehr schief gehen. Und wenn, dann schiebe ich es auf meine ungünstige Hosenposition. Und dann gehe ich hier hin, wo ich schon meinen Schlitz geschnitten habe. Führe das Ganze hier hin, wo es hingehört. Mit etwas Geschick. Das lege ich mal kurz hier ab. Dann vielleicht noch hier bündig. Vielleicht. Und hier. Und jetzt kommt der Teil, der es mir hoffentlich so einfach macht, wie ich es mir immer gewünscht habe.
Und ich muss sagen, die Tapete bewegt sich jetzt nicht mehr vom Fleck. Wenn ich sie dann entfernen möchte, muss ich mir einfach nur merken, wo ich sie geklammert habe und mit so einem kleinen Klammer entferne die ganze Rückwand hier beseitigen. Oder ich klebe eine weitere Tapete drüber, wenn ich mich irgendwann dafür entscheide, es eher astronomisch zu behalten. Aber fürs Erste denke ich, die Tapete gibt genau das richtige Ambiente für mein Aquarium her. Und jetzt wird sie auch so halten, wie ich es mir immer, wie ihr es auch immer gewünscht habt. Und vermutlich weiß ich jetzt Bescheid, wenn ich das nächste Mal vor der Herausforderung stehe, eine Tapete anzubringen, dann benutze ich auf alle Fälle mein gutes Hilfsmittel hier, womit ich eigentlich überhaupt keine Probleme haben kann. Und nachdem das jetzt hier fixiert ist, werde ich das gleiche auch noch an der Tapete in meinem Arbeitszimmer und nur für euch bei meinem riesigen Piratenschiff erledigen, um mich nun hier der gleichen Herausforderung zu stellen wie im anderen Zimmer, nämlich meine Tapete anzubringen. Und nachdem ich sie dann einmal hier fixiert habe, kann ich sie dann am Ende ohne Probleme festtackern. Und dafür habe ich hier mein Rohr. Ich hätte auch noch eins, eine Nummer kleiner anzubieten gehabt, aber damit müsste es eigentlich gehen. Dann achte ich darauf, dass hier keine Lücken mehr entstehen. Und dann tackere ich das Ganze einfach noch fest, nachdem ich die Lücke beseitigt habe. Also werde ich das Ganze jetzt hier Tom tackern. Einmal hier und dann nochmal etwas weiter oben. Beziehungsweise hier sollte es eigentlich auch schon gereicht haben. Und dann noch einmal hier für die Symmetrie. Und das sollte dann halten. Um den Teil hier unten werde ich mich dann bemühen, wenn wir uns die Zeit nehmen. Oder ich sie mir außerhalb der Kamera nehme. Aber dem hier gebe ich auch noch einen zur Stabilisierung. Und dann bin ich hier auch soweit so fertig. Ich habe sogar hier einen kleinen neuen Mülleimer, wo mein Unrat Platz finden wird. Und zu guter Letzt werde ich jetzt noch die Brücke schlagen und mein Kabel hier entlang legen. Dafür habe ich hier extra diese Rolle organisiert, die noch geprüfte Sicherheit aufweist und nur minimal beschädigt ist hier am Rand. Aber das Ganze ist ein ausrollbares Stromkabel, das ich dann hier oben verlegen werde jetzt. Dann hier hinten elegant herum und dann habe ich hier eben keine Kabel mehr im Weg rumliegen. Also kommt doch einfach mit und Vorsicht, wenn man hintritt, wenn ich jetzt das hier einmal entrolle. Und ich denke, das ist eine Menge Kabel, aber nur für euch. Jetzt ist es das Ende. Ich kann es dann nachher wieder einrollen, aber nun werde ich das Ganze hier hinten in meiner Ecke an den Strom anschließen, in der Technikzentrale, und dann sehen wir, wie es hier langläuft. Also nun hier in die Leitzentrale, wo auch mein Internet verläuft. Also hoffe ich mal, dass es nicht ausfällt, wenn ich jetzt hier den Stecker rausziehe. Nur für diesen reinsteck und gleich die Sicherung im Haus rausfallen werde. Aber die Steckdose ist geprüfte Sicherheit, deswegen gehe ich nicht von unsicheren Bedingungen aus. Aber wenn ich nun herausgefunden habe, welches Ende zu meiner Steckdose läuft, kann ich das sehr gut verlegen. Hier oben sind schon die Nägel dafür vorbereitet. Also kann ich jetzt einfach hier dieses Kabel hochziehen, dann hier befestigen, dann dort. Dann noch an einer dritten Stelle und nur für euch noch da hinten im Eck, ohne dabei mich selbst zu verheddern. Und dann kann das Ganze jetzt hier einmal um die Ecke herumlaufen zum Antiki-Vulkan. Und nun kommt der Teil, wo ich das Ganze hier noch einmal um die Tür lege, hinter meinem Bild entlang. Vielleicht tackere ich das Kabel auch nochmal schön fest. Nein, mach das bloß nicht. Kabeltackern ist keine gute Idee, dadurch könnten Kurzschlüsse entstehen. Und ich hoffe, ich sage es nicht zu selten. Was ihr bei mir seht, ist generell nur zur Nachahmung empfohlen, wenn euch egal ist, was mit euren Besitztümern passiert, im Großen und Ganzen. Oder ja, wenn ihr keinerlei Leute habt, vor denen ihr das verantworten müsst. Aber am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und jetzt möchte ich einfach einmal testen, ob das Ganze hier
wenn ich meinen Stecker reinstecke, endlich explodiert. Und nun sehe ich auch hier, dass das hier nur ein Verlängerungskabel war und ich folglich einfach das hier reinstecken können sollte. Und es ist nicht explodiert. Zumindest nicht im Großen und Ganzen. Auf die geprüfte Sicherheit kann man sich verlassen. Und jetzt habe ich hier kein Problem mehr durchzukommen, sobald ich die restlichen Kabel auch entfernt habe. Damit ihr zur Auflockerung das auch noch seht, bevor ich dann noch 30 Sekunden mein Kabel wieder einrolle, möchte ich nun einmal auch hier an der Decke meine Tapete befestigen. An, vielleicht könnt ihr es erkennen, meinem sozusagen Piratenschiff. Noch ist es nicht ganz hundertprozentig fertig. Ich muss hier noch einige Seile spannen, damit es authentisch aussieht. Und ich habe mir echte Stöcke besorgt für die Beplankung. Also, das habe ich nebenbei immer noch nicht vergessen. Aber leider ist hier die provisorische Dekoration abgegangen. Und dafür habe ich meinen Tacker zur Hand, um für euch einmal hier in die Decke an passender Stelle hier hinten einen reinzutackern. Und dann sehen wir jetzt noch, wie ich mein Kabel einrolle. Und ich würde sagen, damit kann ich mich auch schon wieder langsam von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt meine Tiki-Landschaft findet und ob ihr glaubt, dass es diesmal mit den Tackernadeln endlich halten wird. Ich denke ja schon, aber es würde mich und bestimmt auch die anderen Inneneinrichtungsexperten auf YouTube sehr freuen. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten. Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder wir bleiben dran, während ich das Kabel hier einrolle. Euer Aquarian. Bevor ich das hier allerdings einrollen werde, werde ich es einmal ausmachen und abziehen. Nur in na, Vorsicht. Und dann gucke ich jetzt einfach mal in die entgegengesetzte Richtung, die ich vorher gedreht habe. Und danke mich für eure Aufmerksamkeit. Wobei das Aufpumpeln wahrscheinlich kein Thema ist, was euch so sehr interessieren kann. Aber ich kann an der Stelle vielleicht noch ein oder anderes erwähnen. Beispielsweise, ich bin jetzt nicht so aktiv bei den Kommentaren am Verfolgen, was ihr mir so schreibt, aber ich versuche immer ab und zu reinzuschauen und mir Konstruktives gerne zu Herzen zu nehmen, damit wir auch alle auf einem gemeinsamen Nenner sind. Und ich dachte, es war ja auch ein Anliegen, dass bei mir nicht alles räumlich etwas verschönert wird, wo wir jetzt hoffentlich der Sache näher kommen. Und dieses Mal auch etwas praktischer. Ich hoffe an der Stelle natürlich, dass sich meine Kabelrolle überhaupt wieder aufrollen lässt. Aber das kriegen wir schon hin. Vermutlich gibt es ja auch so eine Art, wie kann ich es nennen, Hilfsmittel, Werkzeug, um das Ganze hier zu beschleunigen. Aber wir müssten es jetzt auch schon fast geschafft haben. Ein simples Verlängerungskabel hätte vielleicht sogar ausgereicht, wobei ich glaube, das, was ich da hatte, war nicht lang genug. Und deswegen habe ich halt diese Lösung hier mir erwählt. Und das ist schon durchaus ein zeitaufwendiges Unterfangen. Aber wir kommen der Sache schon näher. Und das müssen dann auch die letzten Umdrehungen sein, womit ich mir auch die Fitness im rechten Arm gespart habe heute. Das Ganze platziere ich außerhalb der Spritzzone meiner Pflanzen und meiner Aquarien, meines Aquariums. Ich platziere das Ganze hier noch an den Platz. Normalerweise bringe ich das ja auch nicht für euch in meinem Vollzeit-Video, was ich so hinter der Kamera tue. Aber dieses eine Mal dachte ich, können wir uns die Ehre gemeinsam teilen. Alles hier wieder so hinzurichten, wie es sein soll. Woraus manch einer sicherlich ein zweiteiliges Video gestreckt hätte, aber so weiter bin ich ehrlich. Wenn ihr zwei Teile von einem Video seht, dann nur weil ich aus Versehen zwischendrin statt auf Pause auf Stopp gedrückt habe und dadurch das Video abgebrochen ist. Aber das passiert den Besten. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch nichts draus macht. Die Pflanzen und Elektrizität ist es immer ratsam, äußerst vorsichtig zu sein.
Deswegen sollte ich mir überlegen, ob ich nicht noch eine extra Barriere zwischen den Kabeln und den Pflanzen zulege, wobei ich eigentlich generell nicht die Kabel, sondern die Pflanzen nur gieße. Aber so viel dazu. Und das Äffchen mit der Kokosnuss findet sich auch noch einen Platz. Die Tikis könnten hingegen meinen Tiki-Garten verschönern. Aber ansonsten sehen wir jetzt hier, wie es aussehen kann, wenn die Tapete hält. Und damit sage ich ein letztes Mal Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.